Mittelalter. Der Tüfel schuf das Würfelspill, darum, dass er Sellenfill damit gewinnen will. So dichtete der Minnesänger Reinmar von Zweta. Ja, der Teufel schuf also das Würfelspiel, um Seelen zu gewinnen. Das Würfelspiel, das verband im Mittelalter indirekt sogar alle Stände miteinander. Es wurde im Dorf gewürfelt, auf der Burg, in der Stadt. Adlige, genauso wie Geistliche, Frauen wie Männer. Grund genug also, sich das Würfelspiel einmal genauer anzuschauen. Die Germanen übernahmen das Würfeln von den Römern. Und vor allem das Frühmittelalter war die große Zeit des Würfelspiels. Im Hochmittelalter nahm es etwas ab, denn es kam die Konkurrenz der Kartenspiele. Gewürfelt wurde häufig in Wirtshäusern mit 1 bis 3 Würfeln, die man von zu Hause mitbrachte oder beim Wirt oder Würfelverleiher auslieh. Im Spätmittelalter kamen dann Spielhäuser oder Spielbanken hinzu, in denen offiziell gespielt werden durfte, in Frankfurt beispielsweise während der Frühjahrs- und Herbstmessen. Eine Besonderheit waren die Würfelbrettspiele. Und hier ist ganz besonders bekannt das Spiel Wurfzappel oder Puff oder französisch Trick-Track. Es ist der Vorläufer des Backgammon, stammt aus dem Orient und kam im Zuge der Kreuzzüge nach Europa. Ja, es gab sogar eine Variante des Schach mit Würfeln. Dabei wurde ausgewürfelt, mit welcher Figur als nächstes gezogen werden musste. Und soweit ich weiß, wird das auch heute teilweise noch gespielt. Wenn Frauen mit Würfeln spielten, galt das als besonders frivol. Der lateinische Versroman Ruatlieb aus der Mitte des 11. Jahrhunderts beschreibt sogar ein erotisches Würfelspiel zwischen einem Mann und einer Frau. Ganz besonders interessant, weil der Dichter dieses Werkes höchstwahrscheinlich ein Mönch des Klosters Tegernsee war. Würfel wurden von den sogenannten Würflern hergestellt. Das war tatsächlich eine eigenständige Berufsgruppe, die zu den Knochenschnitzern gehörte. Sie hatten allerdings keine eigene Zunft, sondern wurden Mitglied in Zünften, die verschiedene Berufsgruppen aufnahmen. Und das waren meistens die Zunft der Krämer oder Kaufleute. Die Würfel wurden überwiegend aus Knochen hergestellt. Und da boten sich vor allem die Mittelfußknochen eines Rindes an, denn die haben einen fast quadratischen Querschnitt. Gewürfelt wurde meist um Geld. Geldgewinne sind tatsächlich ab dem 9. Jahrhundert nachweisbar. Ja, hohe Einsätze, aggressive Reaktionen auf ein verlorenes Spiel und die Spielsucht brachten immer wieder Verbote des Würfelspiels. Der französische König Ludwig IX. Verbot 1255 seinen Beamten, das Würfelspiel, ja sogar das Herstellen von Würfeln. Wir kennen aus vielen Städten Würfelverbote, die immer wiederholt wurden, was zeigt, dass sie wohl nicht besonders wirksam waren. Genauso wenig wirkte das Verbot des Würfelns für Geistliche, das 1455 erlassen wurde. Tja, und dann gab es ja auch noch die Falschspieler, die mit manipulierten Würfeln ihr Glück suchten. Norwegische Archäologen fanden in der Altstadt von Bergen einen Würfel, der hatte keine 1 und keine 2, dafür zweimal die 4 und zweimal die 5. Würfel wurden auch für Losentscheide eingesetzt, zum Beispiel um Streitigkeiten zu klären. Im 10. Jahrhundert gewann so der norwegische König Olav Tryggvason einen ganzen Landstrich. Aber die wichtigste Anwendung neben dem Glücksspiel, das waren Prognosen über die Zukunft, zum Beispiel über das Liebesglück. Und da haben wir ein wunderbares Buch aus dem 15. Jahrhundert, das Würfelbuch für Liebende. Den Autor kennen wir nicht. Es ist auf Deutsch abgefasst in Paarreimen, also nicht in Prosa, und enthält 56 verschiedene Abschnitte. Und zu jedem Abschnitt gehört eine Kombination von 3 Würfeln, die auch bildlich dargestellt wurden. Ihr seht es hier auf dem Bild. Der Leser oder die Leserin soll 3 Würfel werfen und über die Zahlenkombination den dazugehörigen Abschnitt heraussuchen. Die Verse enthalten dann Vorhersagen und Ratschläge zum Liebesleben des Lesers oder der Leserin, zum Beispiel über eine Liebe aus einem fremden Land oder ein baldiges Rendezvous mit der geliebten Person. Ja, ihr seht, nicht nur der Teufel, wie am Anfang gesagt, auch Frau Venus oder Amor nutzten die Würfel. Noch mehr Videos zur Alltagskultur des Mittelalters, zum Beispiel über Wirtshäuser, findet ihr auf meinem Kanal.
Doch am besten abonniert ihr ihn, um keine Folge mehr zu verpassen. Und ich freue mich auf euch.